So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe vor langer Zeit, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es her ist, habe ich mal so einen Kratzbaum von Adi gekauft. Ja, ist ja gut, hat er seinen Namen gehört. Habe ich so einen Kratzbaum von Adi gekauft aus dem Internet, ein Tipp von Flo und Annika gewesen. War auch ganz super, ne? Mittlerweile hat er sich ein bisschen umgestaltet, da ist der Mast abgebrochen. Jetzt ist diese Plattform weg, die es früher gab. Apropos Adi, der Adi liegt nämlich hier, der guckt schon wieder ganz, jetzt schlägt er sich. Das ist auf jeden Fall hier der Kratzbaum, den ich von Adi gekauft habe, aber ihr seht schon, die Leiter hier hängt weg, die Schraube geht immer zu raus, da passt er gar nicht rein, hier härt sich plötzlich alles, da liegt die Kuh. Hier. Diese Plattform war eigentlich in der Luft. Da war nämlich ein Stamm, der hat hier hochgehangen. Und da war die drauf. Und da hat er immer drauf gelegen und geschlafen. Dann ist das irgendwann einfach umgefallen. Und dann lag er auf dem Boden mit Sack und Pack. Und jetzt habe ich diese Plattform einfach direkt hier auf diese Ebene geschraubt, dass der wenigstens hier rumliegen kann. Nase. Und er hat da vorher immer seinen kleinen Kratzbaum gehabt, nämlich den. Das war natürlich nur so ein billiges Teil, was ihr halt nehmt, was dann hier so dasteht, damit so eine Maus dran, da hat er immer gespielt und er ist immer, wenn er von hier oben runter gehüpft ist er immer hier drauf und dann auf dem Boden oder wenn er von unten kam, ist er hier drauf gesprungen und von hier dann hoch. Irgendwann hat der Ditschen die Idee gehabt, Gott hab ihn selig, da ist er nämlich noch hier vorbeigekommen, war. Er müsste sich ja da draufsetzen, weil wir was hier im Fernsehen geguckt haben, hat er sich hier draufgesetzt, ungefähr so, und dann ging es. Dann ist er mit dem ganzen Teil umgefallen, dann ist das hier rausgebrochen, dieses Teil aus der Pappe. Jetzt könnte man, wenn man schlau ist, einfach sagen, gut, man schraubt das ab, das macht man eben, bündig, dann tut man das schwarze Plasteteil wieder hier reinkleben oder festmachen. Und schraubt das neu hier unten an. Dann würde vielleicht gehen. Ich habe zu ihm aber gesagt, können wir ja mal machen. Obwohl, er hat es kaputt gemacht, er soll das machen. Beziehungsweise ich kann ihm auch dabei helfen. Hat er gesagt, ja, mach mal noch, kein Thema, irgendwann hin und her und so. Jetzt hat das aber ewig gedauert. Jetzt ist er ja eh nicht mehr anzutreffen, nicht mehr aufzufinden, weil er mit seiner Madame immer durch die Gegend schießt. Also ist man drauf sitzen geblieben. Dann hieß es, ach, bevor er was baut, er kauft einfach einen neuen. Darauf warte ich jetzt auch schon ewig. Aber wir waren heute im Netto. Und im Netto haben wir das hier gefunden. Das habe ich jetzt heute erstmal mitgenommen. Seine Freundin meinte dann, ich soll es einfach kaufen. Sie geben mir das Geld dann dafür. Eigentlich wollten sie was kaufen. Eigentlich wollten sie es reparieren. Aber irgendwie ändert sich eh alles immerzu. Naja, mal gucken, irgendwann liegt wahrscheinlich einfach wieder Geld im Briefkasten, weil sie auch nicht hier hochkommen, weil sie sich ja verdrücken. Wir wollen das aber mal hier aufmachen. Gleich ist die Nase weg, Adi, pass auf. Und wollen mal gucken, wie das aussieht. Können das nämlich mal aufbauen, dann haben wir nämlich schon wieder einen neuen Kratzbaum für den Adi. Los, Adi, guck mal rein. Hier, guck, alles deins. Guck mal hier mit Fell, hier so eine Schale, kannst dich reinlegen, leg dich rein, los. Ach, den Adi, den habe ich vorhin, haben wir den Karton genommen, haben den einfach auf dem Adi drauf, ungefähr so. Und dann war der Adi weg, dann ist er die ganze Zeit mit dem Karton durch die Gegend gekrochen. Adi, Adi, befrei dich, los. Hier, dein Hund. Auf jeden Fall ist ja auch so eine Bommel dran, ne, dass man damit spielen kann. Dann ist hier die Bodenplatte, müsste das sein. Eine Bodenplatte, jetzt kommt er doch raus. Hier habt ihr was zum Kratzen, hier habt ihr ein Pfötchen drauf. Hier habt ihr nochmal eine Maus drin, mit der man bestimmt spielen kann. Und ansonsten einfach hier die Stange zum da drauf machen, dann so ist einfach ein kleines Teil. Können wir mal fix zusammenbauen und gucken dann mal. Ja, der Adi erforscht das schon. Siehst du die Maus? Adi.
Hier hängt die Maus auf jeden Fall. Wir bauen das mal fix zusammen und gucken es uns mal an, wenn es daneben steht, neben seinem Großen, wie das ausschaut. Schnüffel, schnüffel, genau. So, jetzt steht es auf jeden Fall. Der Adi hat auf jeden Fall auch die Bommel entdeckt. Und dillert da ein bisschen rum. Ihr seht, also hier unten hängt die Maus drin, die kann man auch bewegen. Ja, Adi, guck hier, die Maus. Adi, die Maus. Die Maus. Guck doch, die Maus, wie die sich bewegt. Nein, guck, die Bommel ist viel lustiger, gell? Jetzt kann er sich auf jeden Fall hier oben drauflegen. Er kann von da nach da dann hüpfen, beziehungsweise man kann es ja noch ein bisschen näher ranstellen. Er hat hier diesen Stamm, wo er seine Pfoten dran abkratzen kann. Er hat diese Brücke zum Rumkratzen. Er hat die Maus, jetzt hat er da oben seine Plattform. Kann sich da schön draufstellen, kann da rummachen. Also ich glaube, er freut sich. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er seinen Spaß mit. Komm her. Ja, mal gucken, wie lange es hält. Im Endeffekt nudelt dann das Gewinde wieder aus und dann fällt es wieder um. Da hinten liegt noch ein Adi, sein Bär. Sein Lieblingsbären. Ich glaube, an dem hat er jetzt kein Interesse mehr, weil er jetzt seine Bommel hat, oder Adi? Was sagst du? Bär? Bär? Dein 1-Euro-Bär von Ikea? Genau, und weg damit. Nochmal, Adi? Schnapp ihn dir los! Weg mit den Bären! Ich hab die Bommel! So, ich sag mal, wir lassen den Adi ein bisschen spielen mit seinem neuen Kratzbaum. Fand ich eigentlich ganz cool. Aus dem Netto, wie gesagt, My Fellow Kratzbaum aus flauschigem Plüsch und Sisalbezug. Ist nichts Besonderes, hat aber auch nur 15 Euro gekostet. Zum Spielen, Spaß haben und rumwursten, wie man sieht. Das ist toll, das war bei dem anderen nicht, das hat gefehlt. Hat er zwar seine Schnur da drüben, aber an der Schnur hat er nicht so rumgemacht. So, das war es, glaube ich, vom Adi seiner Seite aus und meiner Seite aus. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich melde mich nochmal zurück und was soll ich sagen? Der Adi hat es geschafft. Nicht mal 24 Stunden später und der Baum ist kaputt. Ihr seht das hier. Erstens, der ist gestern schon umgefallen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich stelle den schön hier ran, damit er, wie gesagt, hier drauf kann und über die Plattform auf seinen restlichen Baum. Jetzt hat hier immer dieser Bändel runtergehangen. Da war dieser Ball dran. Jetzt hat er gestern die ganze Zeit mit diesem Ball, der hier dran war, gespielt. Er hat sich also schön hier oben runtergehangen, hat er dran rumgefummelt. Alternativ ist er hier drauf, hat seine Hinterbeine fett gemacht und ist dann durch dieses Loch hier unten, kopfüber zur Hängematte mit dem Fuß abgestützt und mit dem anderen hier diesen Bändel gegriffen. Dann ist er wie, ja, so ähnlich ungefähr und dann hat er sich, das sah gestern aber spektakulärer aus, da saß er hier vorne und ist dann hier unten durch und hat permanent an dem Bändel hier rumgemacht. Jetzt mittlerweile ist es so, Hilfe! Jetzt mittlerweile ist es so, er hat so viel gespielt, dass der Baum schon wieder umgefallen ist und nicht nur der Baum, die ganze Bommel ist einfach abgerissen. Die hat er dann, ja ist ja gut, nimm doch deine blöde Bommel, hier. Die Bommel ist abgerissen, die hat er dann genommen. Und nochmal. Ah, er hat sie. Auf jeden Fall ist sie abgerissen, dann ist er damit abgehauen in den Flur, hat sie rausgetragen. Und dann habe ich sie so wiedergefunden. Einfach kaputt, einfach aufgeschlitzt, einfach alles für den Arsch. Keine Ahnung. Das ist halt der Adi, wie er lebt und lebt. Alles muss er kaputt machen. Adi, was sagst du dazu? Adi, was sagst du dazu? Okay. Würdet ihr das zurückgeben oder sagt ihr, ja, das macht er mit dem Nächsten auch und die lachen dich aus, wenn du... Was ist denn?
Und die lachen dich aus, wenn du sagst, ja, das ist kaputt gegangen, ich will einen neuen. Ich kann dir sagen, das war schon so drin, ne? Das glaubt einem eh keiner. Aber egal, es ging ja eigentlich nur hier um diese Plattform, dass er diese Plattform hat. Und nicht, dass der hier eine Bommel hat zum Spielen. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Fort. Euer Ramses und euer Adi. Adi. Ich sehe.